So, herzlich willkommen bei Greenscaping. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute wieder beim Zoo Zayak, im größten Zoofachgeschäft der Welt. Und wir haben jetzt schon, ich glaube, 8 Stunden gedreht. Und ich bin dementsprechend auch wieder einigermaßen kaputt, wenn man es mal so sagen darf. Habe wieder sehr viel Erfahrung mitgenommen. Hatte wirklich extrem schönen Tag, muss man wirklich sagen. Haben die sich wirklich alle extrem viel Mühe gegeben. Und wenn ihr das Video seht, wird bestimmt wirklich sehr schön werden und auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ja, ich habe jetzt auch nicht mehr viel Zeit, ich muss gleich wieder nach Hause fahren, das ist alles heute ein bisschen länger geworden. Und ja, es ist jetzt auch schon, ich glaube, 19 Uhr. Ich will euch aber noch ein paar Aquarium zeigen, ein paar Sachen, die ihr unbedingt sehen wollt, die ihr mir beim letzten Video in die Kommentare geschrieben habt. Und ja, das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar zum einen das große Inspire 500 LED. Wolltet ihr auf jeden Fall sehen. Kostet natürlich auch einiges. Das ist schon der Ausstellungspreis. Dafür habt ihr hier eine ziemlich gute Beleuchtung mit drin. So ein Innenfilter, wo ich nicht so der Fan bin. Ich bin ja eher so ein Außenfilter-Fan. Und man hat hier so Glasscheiben, die man verschieben kann. Auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, damit man gut arbeiten kann. Man hat halt immer eine Seite dann, die man nicht komplett rausnehmen kann. Hochwertig verarbeitet, aber natürlich mit schwarzem Silikon. Man hat hier einen Unterschrank, wo auf jeden Fall viel reinpasst. Natürlich noch mehr, wenn kein Außenfilter hier drin ist. Was ihr auch noch sehen wollt, ist ein großes Juwelbecken. Da schaue ich mal eben, wo die sind. Hier sind wir in der Juwelabteilung. Wir gehen jetzt einfach mal zu den großen Becken. Und die haben wir jetzt hier. Preis steht da dran, ja, 619 Euro. Ungefähr ein Drittel von dem, was das Eheim gekostet hat. Natürlich auch, was die Verarbeitung angeht, nicht ganz auf dem Niveau. Optisch aber auf jeden Fall auch ein Hingucker, das ist dann Geschmackssache. Für ein Drittel vom Preis ist das auf jeden Fall fair, würde ich mal so sagen. Man hier hat hier auf jeden Fall auch eine LED-Beleuchtung drin. Ich glaube, die Multilux, ich bin mir da aber auch nicht mehr ganz so sicher, was das jetzt genau war. Auf jeden Fall nicht die hochwertigste Beleuchtung von Juwel, aber auf jeden Fall allen, die deutlich besser ist als die Röhrenbeleuchtung von Juwel. Hier auch nochmal ein Eckbecken. Und was ihr auch unbedingt sehen wolltet, ist nochmal mehr von den Fischen. Und das werde ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Mein Becken zeige ich euch auch gern nochmal kurz. Das Video solltet ihr dazu wahrscheinlich schon gesehen haben. Wenn nicht, wird es noch kommen. Ist jetzt schon in der Abenddämmerung. Mit der Juwelbeleuchtung, die ich auch habe, wo ich mega mit zufrieden bin, kommt jetzt mit meiner Kamera nicht so gut rüber. Ist jetzt nicht perfekt geworden, aber dafür hätte man hier viel, viel mehr Zeit reinstecken müssen, viel, viel mehr Arbeit noch und das Ganze nicht so spontan machen müssen, wie wir das gemacht haben. Aber ich denke, dafür ist es ganz okay geworden, würde ich jetzt mal sagen. Aber besonders gut gefallen mir die Fische, die wir in dem Video von Zoo Zayak aber nochmal näher behandelt haben. Also da könnt ihr auf jeden Fall nachschauen. Das Ganze werde ich euch dann nochmal dementsprechend einblenden. Hier ist nochmal das Becken von dem Oliver Lindemann. Das ist jetzt leider schon das Licht aus, weil das sieht extrem cool aus. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Ich werde euch aber nochmal einen kleinen Blick oder Einblick aus der Verkaufsabteilung zeigen. Hier auch nochmal so ein tolles Eheimbecken. Hatte ich letztes Mal auch noch nicht gezeigt. Das ist sogar ziemlich günstig jetzt. Das ist so ein Klassikbecken. Ich denke, der Preis für das Becken mit dem Design auf jeden Fall toll. Und eine LED-Beleuchtung wird da auch auf jeden Fall mit bei sein. Auch für eine tolle Abdeckung. Also auf jeden Fall eines der Becken, die ich mir auch kaufen würde, weil es halt sehr modern gehalten ist. Und hier nochmal Dünger. Hier nochmal ein anderes Schaubecken, was aber nicht mehr in so einem Top-Zustand ist. Aber hier die LED-Cookie. Und ich zeige euch jetzt nochmal ein paar Eindrücke aus den Aquarien-Fischanlagen. Bevor ich euch die aber zeige, hier nochmal einen kleinen Einblick, wie so ein Becken von Eheim aussehen kann. Das wird man jetzt wieder schlecht erkennen wegen dem Licht, aber die Beleuchtung ist in Wirklichkeit noch viel stärker, als man es hier sehen kann. Und jetzt sieht man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr die Farbe. Das Ganze ist Geschmackssache, wie man das Ganze findet. Mir gefällt es so mittelgut. Ich würde sagen, das andere, was wir eben gesehen hatten, gefällt mir einen Tick besser. Dafür, dass das auch ein Tick teurer ist, glaube ich. Ich würde eher das andere bevorzugen, aber manche finden das mega cool hier mit der Beleuchtung. Und es gibt halt auch keine andere Marke, die das so im Sortiment hat. So, was ihr ja auch unbedingt sehen wollt, sind die Fischanlagen. Ich hoffe, man kann mich jetzt noch verstehen. Und hier gibt es extrem viele Fische. Also,
einiges hier an Fischen. Da ist jetzt leider ein toter Fisch bei, aber der wird in Kurze auch von den Garnelen aufgefressen sein. Kann aber mal passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier bisher, ist das der erste Fisch, den ich in den Anlagen entdecken konnte. Also das ist jetzt wirklich schon auf einem sehr guten Niveau, würde ich mal behaupten. Für so viele Becken ist das eine wirklich sehr niedrige Rate. Wenn ich jetzt in einigen Hornbachmärkten war, da hatte ich dann ja, mehrere Fische, also 10, 20 Fische in einer viel kleineren Anlage, die ich da gefunden habe. Also das ist hier auf jeden Fall gut von denen. Oder von dem Gesundheitszustand der Fische, den ich hier gesehen habe. Ja, aber ich habe hier selber noch keine Fische gekauft, weil ich halt einfach viel zu weit von weiter her komme. Also deswegen, ich kann da jetzt noch nicht die Meinung. Ich kann euch auf jeden Fall nochmal hier hinten die Diskusfische zeigen. Die wolltet ihr auch unbedingt sehen. Und auch die afrikanische Buntbarsche. Hier sind jetzt auf jeden Fall Traumbuntbarsche. Ich kenne mich mit Buntbarschen ja nicht so besonders aus. Ja, hier sind auch nochmal Krabben. Da kann ich euch jetzt also auf jeden Fall nicht so viel zu sagen zu den Buntbarschen, weil ich jetzt nicht so der Buntbarsch-Experte bin. Aber hier gibt es auf jeden Fall einige. Ich habe leider jetzt auch nicht die Zeit, im Detail da nochmal drauf einzugehen. Und ich denke auch nicht, dass es für alle interessant ist. Hier wäre auch so ein großer Schlangenkopffisch. Auf jeden Fall auch sehr interessant, finde ich. Jetzt hat er keine Lust mehr hier. Spiegelt sich leider auch so blöd. Ich denke, es gibt jetzt was zu essen. Aber für mich auf jeden Fall das Besonderste ist hier die Diskusabteilung. Da gibt es einfach so, so viele Diskusfische, die ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Also alles hier voller Diskusfische zum, finde ich, ganz guten Preis. Also wenn ich mein Becken haben möchte, dann ist es auf jeden Fall eins mit Diskusfischen. Natürlich in der dementsprechenden Größe hier für, ich denke, einen ganz guten Preis. Die Fische sind teuer, das ist klar. Aber ja, das sind sie überall und ich denke, es gibt hier wenige Fische, die über 100 Euro kosten und ich denke, dafür ist es auf jeden Fall, dass ich gute Fische habe, die von der Gesundheit jetzt so super sind, kann ich nicht sagen, ich habe keine gekauft. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall nichts hier krankheitsmäßig an den Fischen erkennen können. Also wie schon gesagt, hier gibt es extrem viele Fische, besonders hier in der riesen Diskusabteilung und auch viele Skalare. Eigentlich alles sehr viel, aber besonders die sind mir jetzt aufgefallen, die ich besonders finde. Und hier gibt es natürlich unseren großen Fisch auch, der auch gleich denkt, wir sind hier etwas Leckeres oder Interessantes. Ja, saugt mal hier schön, Scheibe sauber. Ja, also wirklich extrem viele Fische, hier gibt es extrem viel in dem Laden. Und ich, wie schon gesagt, ich habe hier noch nichts gekauft, ich kann euch nur Eindrücke liefern. Ich kann euch nur Bild oder besser gesagt Videomaterial hier liefern, um euch zu zeigen, was es hier gibt. Ich werde hierfür nicht bezahlt, also ich kann hier meine ehrliche Meinung äußern. Und ich will ja auch gar nicht zu werten, jetzt darauf eingehen, weil ich halt noch keine Fische gekauft habe. Wenn ihr euch selber davon überzeugen wollt, wie die Qualität hier ist, kommt doch einfach selber her, wenn es sich gerade für euch ergibt. Schaut euch das Ganze an und macht euch selber davon ein Bild, wenn ihr Interesse habt und mal so eine riesen Auswahl sehen wollt, wenn ihr einen speziellen Fisch sucht. Zum Beispiel so besondere Fische, die ihr vielleicht irgendwo anders nicht bekommt, dann würde sie es auf jeden Fall eignen. Für ein Neon, für ein Guppy braucht ihr jetzt nicht 300, 400 Kilometer hier extra herfahren. Das wäre vollkommener Schwachsinn, außer ihr wollt den Laden sehen, ihr wollt die Auswahl sehen, die es hier gibt. Wenn ihr einen Fisch haben wollt, gut, dann sehe ich das ein, dann fahrt ihr her, schaut euch das an, nehmt den Fisch mit, lasst ihn euch sicher verpacken, dass er auch die lange Fahrt übersteht. Hier sind auch nochmal so kleinere Fische. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fischexperte. Das ist so, ich bin eher der Pflanzenexperte, der Düngerexperte, der Aquascaping-Experte, aber auf jeden Fall nicht so der Fischexperte. Aber das wird vielleicht auch nochmal kommen, wenn ich dann die größeren Becken habe, weil man kann viel theoretisch reden. Wenn man es aber nicht praktisch ausprobieren kann, dann kann man sich auch nicht Experte nennen oder kann man auch nicht so viel darüber reden und das möchte ich auch gar nicht. Da gibt es andere wie zum Beispiel Martins Fische, Tobis Aquaristik-Exzesse, die sich ja auch dem Gebiet viel, viel besser auskennen, die sich darauf spezialisiert haben. Und ja, da schaut doch einfach mal auf dem Kanal vorbei. Da werdet ihr auf jeden Fall richtig bedient. Ja, alles andere habe ich euch ja eigentlich schon gezeigt. Ich könnte euch jetzt auch noch Eindrücke zeigen von den Affen, von den Hunden, von den Teichfischen. Aber da habe ich jetzt überall leider keine Zeit mehr zu. Das kann ich vielleicht nochmal machen, wenn ich nochmal hier bin. Ich werde bestimmt hier nochmal herfahren
und dann kann ich das Ganze dann machen. Deswegen, ich würde sagen, ich setze mich jetzt in den Bus, danach in die Straßenbahn und dann in den Zug und dann ins Auto. Ich habe jetzt wirklich noch eine 5-6-stündige Reise vor mir. Komme heute Abend erst nach Mitternacht wieder nach Hause. Hatte wieder einen extrem langen Tag, der sich wieder 100%ig gelohnt hat. Also vielen, vielen Dank an alle, die mir das Ganze hier ermöglicht haben. Besonders an Suzayak. An den schönen Tag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe wieder sehr viel gelabert. Ich weiß, so bin ich nun mal. Ich hoffe, dass ich euch einige Sachen zeigen konnte. Wie schon gesagt, Piranhas habe ich euch nicht gezeigt, denn das, was sie haben, sind keine Piranhas. Glaube ich, das waren irgendwie, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie die Fische heißen. Es waren auf jeden Fall keine Piranhas. Man denkt, es sind welche, aber da wartet einfach ab. Das werdet ihr dann im Video von Suzayak oder in meinem Video dann nochmal gesondert sehen. Und nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht alle Fragen beantworten konnte. Ich denke, das machen wir einfach im nächsten Video, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich nicht so unter Zeitdruck stehe. Und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Hier sind wir wieder in der Abteilung. Ich soll in die Hundeabteilung. Gut, wir gehen jetzt mal in die Hundeabteilung. Jetzt werde ich auch schon aufgerufen, habe ich jetzt auch live hier auf Kamera. Gut, wir sehen uns gleich mal in der Hundeabteilung. Nein, ich sehe mich nicht in der Hundeabteilung. Ich gehe jetzt in die Hundeabteilung, denn ich werde ja schon aufgerufen. Ich weiß nicht warum. Gut, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin und mal schauen, warum ich aufgerufen worden bin. Bis bald.